Wie viele Touristen sind eigentlich zu viele? 100 Schnorchler an der Wasseroberfläche und ein Walhai unter ihnen. Der größte Fisch der Welt kommt zum Fressen ans flache Korallenriff, eine von vielen Touristenattraktionen der Malediven. 1 Million Urlauber kommen jedes Jahr hierher auf der Suche nach dem Paradies. Korallenriffe sind eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde und eines der fragilsten. Meeresbiologe Dr. Amir Abdullah arbeitet für die Umweltschutzorganisation IUCN. Er will das Riff schützen. Klimawandel, Abwässer, Überfischung oder Touristen, die auf die Korallen treten. Der Hauptfeind des Riffs ist der Mensch. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, Tourismus ist wie ein Feuer. Du kannst auf dem Feuer dein Essen kochen, aber es kann dir auch dein Haus abfackeln. Ich denke, Tourismus kann Gutes und Schlechtes bewirken. Tourismus, der dem Riff zugutekommt. Das wollen die Hotels, die beim IUCN-Projekt House Reef mitmachen. Die deutsche Hotelmanagerin von Reti Beach ist Vorreiterin. Denise Schmidt und ihr Team wollen das Riff der Insel selbst überwachen und schützen. Dabei helfen wird ihr eine Meeresbiologin von IUCN, die Abdullah gerade einlernt. In erster Linie ist es für uns natürlich eine Handlung in eigenem Interesse. Das Riff, die Insel an sich, das ist unser Privileg, das wir haben. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir das schützen. Die Touristen kommen wegen dem Riff, sie kommen, um zu tauchen. Wenn das auf einmal nicht mehr da ist, kommt auch keiner mehr. Für 3 Jahre überwacht die Meeresbiologin den Zustand des Riffs vor der Insel. Und interessierte Touristen wie Bernhard Ex bekommen von ihr Infos über die fragilen Korallen. Als langjähriger Taucher ist man schon relativ vorsichtig geworden in den letzten Jahren. Aber ich denke, jede Information, die neu dazu kommt, schärft einfach die Sinne, dass man als Taucher wirklich mit der Umwelt sehr, sehr vorsichtig umgeht. Wo gibt es besondere Korallenarten? Wo ist das Riff gefährdet? Abdullah und seine Kollegin erstellen Karten und Managementpläne. Mit ihrem Programm soll das Riff weniger anfällig werden. Korallenriffe sind wie Menschen. Wenn sie gesund sind und nicht von lokalen Einflüssen gestresst werden, dann sind sie nicht so anfällig für die Einflüsse des Klimawandels. Und wenn unser Programm erfolgreich ist, werden sie sich von diesen Einflüssen erholen können. Thank you.